So schön bist du wieder da. Ich freue mich riesig, dass du mir deine wertvolle Zeit schenkst. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dir heute einen möglichst wertvollen Impuls mit auf deinem Weg zu geben, damit Lebensfreude dein stetiger Begleiter sein darf. Ich stelle dir heute gleich zu Beginn schon einige Fragen. Kommt es dir bekannt vor, dass du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht machen willst? Kommt es dir bekannt vor, dass du an Orten bist, wo du eigentlich gar nicht sein willst? Kommt es dir bekannt vor, dass du am Familienfest gehst, obwohl du gar nicht dort sein willst? Kommt es dir bekannt vor, dass du manchmal sogar denkst, hey, das war echt übergriffig, was die bei mir gemacht haben? Und da kann es schlimmstenfalls auch zu körperlichen Übergriffen kommen. Ich meine aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel, dass du für Sachen verknurrt wirst oder mit Dingen beauftragt wirst, die du überhaupt nicht machen willst. Oder dass es du bist, die am Arbeitsplatz immer länger arbeiten muss, dass es du bist, der immer alles auf seinem Rücken tragen muss, die Lasten aller anderen. Dass es du bist, der immer hilft, weil die anderen ja sonst keine Hilfe bekommen. Und dass es du bist, die sich immer zur Verfügung stellt für alles, nur damit es den anderen gut geht. Wenn du eine von diesen Fragen mit Ja beantworten kannst oder auch nur schon mit kann sein, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dran zu bleiben und bis zum Schluss zuzuhören. Schau, wenn du das Gefühl hast, dass du diese Situation schon erlebt hast oder dass du sie kennst, dann überprüfe bitte mal ganz genau, wie klar du deine Grenzen kennst und wie klar du auch deine Grenzen setzen kannst. Und wie setzt man denn Grenzen? Grenzen setzen kann man auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Für mich ist eine von den kraftvollsten Grenzen ein ganz klares Nein. Jetzt kann es sein, dass du vielleicht schon Nein sagen kannst. Und wenn du Nein sagst, erklärst du dich noch stundenlang. Und ja, vielleicht sogar noch eine Woche später rechtfertigst du dich bei der Freundin, weshalb du da nicht mitgemacht hast oder was halt da für dich überhaupt nicht gestummen hat. Tut dir das gut? Weshalb machst du das? Machst du das, weil du einfach noch geliebt werden willst? Machst du das, weil du Recht haben willst? Oder machst du das vielleicht, weil du verstanden werden möchtest, weil du gehört werden möchtest? Schau, eigentlich braucht es das alles nicht. Nein ist ein vollständiger Satz. Da hat mir mal eine Lehrerin gesagt, nein, Sonja, das stimmt nicht. Und ja, da gebe ich ja auch recht, es ist nicht ein sauberer Satzaufbau, aber das Wort hat so viel Kraft, dass es manch Satz nicht schafft, diese Power auf den Tisch zu legen. Also ein ganz klares Nein setzt eine ganz klare Grenze und sagt bis hierhin und nicht weiter. Ein ganz klar gesetztes Ja sagt, ja, das ist okay, du kannst noch weiterkommen, du kannst weiternehmen oder wir machen miteinander weiter. Ich stelle mich und meine Energie sehr gerne für das zur Verfügung. Wenn du aber Ja sagst und Nein meinst, dann geht das immer auf deine Kosten. Ist das gesund? Nein. Ganz viele Menschen werden krank, weil sie die Grenzen nicht setzen können. Wir haben heute so viele Burnouts, wir haben so viele Depressionen, Erschöpfungszustände. Und das geht genau darum, weil wir nicht hinstehen können und nicht sagen können, hey, stopp, hier geht's nicht mehr.
oder genau bis dahin und nicht weiter. Hey, das ist mein Angebot oder für das stehe ich zur Verfügung, aber alles andere geht nicht, sonst schaffe ich das nicht. Andere werden dir die Grenzen nicht setzen und sie kennen auch deine Grenzen nicht, die kennst nur du. Denn nur du weißt, was dir wirklich gut tut und was nicht. Und nur du kannst es für dich überprüfen, wo du dich lebendig fühlst und wo nicht. Das ist zum Beispiel auch ein ganz guter Barometer, dass du hingehen kannst und überprüfen kannst, wie fühle ich mich denn, wenn ich jetzt irgendwo bin. Fühle ich mich gerade lebendig oder bin ich nur erschöpft und müde? Und spätestens dann, wenn du merkst, dass du erschöpft und müde bist, heißt das auch, dass du gerade nicht für dich gehst, sondern eher für die anderen. Und es ist so wichtig, dass du hinstehst und für dich herausfindest, wo bin ich lebendig, wo geht es mir gut, wo kann ich am Abend ins Bett gehen und sagen, wow, heute hatte ich einen richtig guten Tag, heute habe ich Dinge getan, die mir richtig viel Spaß gemacht haben. Wir müssen unsere Zeit, sei es die Freizeit oder auch die Zeit am Arbeitsplatz, nicht mit Menschen verbringen, wo wir uns nicht gut fühlen. Das müssen wir nicht. Wenn wir das für uns erkennen, dann dürfen wir Stopp sagen und wir dürfen weiterziehen. Ja, das braucht Mut. Ja, du musst die Komfortzone verlassen. Und ja, bereits beim Nein sagen, verlässt du die Komfortzone schon, wenn du das bisher nicht konntest. Und nicht selten begegnen wir Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, die dann sagen, ja Sonja, weißt du, das Nein sagen, das geht ja noch. Aber ich weiß ja gar nicht, was ich nachher mit dieser Zeit machen soll. Und das ist traurig. Wenn die Menschen nicht wissen, was ihnen gut tut oder was ihnen gefällt oder was sie brauchen, wie sie sich vielleicht gerne kleiden würden, welches Hobby sie lebendig macht oder wo sie für sich Kraft bekommen. Weil das Leben, das sie bis anhin gelebt haben, nur ausgefüllt war mit Dingen, damit es den anderen gut geht. Und heute frage ich dich, wie gut kennst du deine Bedürfnisse? Wie gut kannst du deine Grenze setzen? Wie gut, wie klar kannst du Nein sagen? Und hast du verstanden oder ist dir bewusst, dass Ja und Nein nicht trennbar ist? Dass Ja und Nein über deine Grenzen entscheiden, die du setzt? Dass Ja und Nein auch essentiell sind, ob du lebst oder ob du überlebst, ob du dich leben lässt oder ob du dein Leben lebst. Ich konnte früher nicht Nein sagen. Ich hatte eine schwere Lebensschule, bis ich das gelernt habe. Denn wenn du nie Nein sagst und einfach Ja sagst, vielleicht sogar noch die Faust im Sack machst, wirst du irgendwann erschöpfen. Und das Leben wird dir Krisen bringen, weil du nicht mehr magst, weil du an deine Grenzen kommst, weil du über deine Grenzen permanent hinausgehst. Du kannst ja auch nicht mehr Geld ausgeben, als du hast. Doch, das kannst du, bist du einfach verschuldet. Aber in der Regel schau drauf, dass ich mein Geld so, ich möchte nicht kontrollieren sagen, aber dass ich mein Geld so einsetze, dass ich mit dem, was ich zur Verfügung habe, auch
rausgehe. Und mit der Energie ist das doch dasselbe. Ich habe genauso viel Energie zur Verfügung, wie ich sie für mich einteile oder wie ich sie für mich nehme. Und wenn ich die einfach für alle anderen verschenke und nicht Acht gebe, dass es für mich auch noch was übrig bleibt, dann muss ich mich nicht fragen, wenn ich irgendwann nicht mehr mag. Und heute lade ich dich ganz herzlich ein. Beobachte deine Grenzen. Schau mal hin, wo setzt du Grenzen? Hast du das Gefühl, dass du dein Leben lebst? Hast du das Gefühl, dass du deine Bedürfnisse lebst? Hast du das Gefühl, dass du auch weißt, was du wirklich willst? Und gehst du für das? Oder weißt du, was du willst und kannst es noch nicht, weil du diese Grenzen noch nicht setzen kannst? Dann ist immer nur Angst da. Angst vor den Konsequenzen. Ich lade dich ganz herzlich ein, richtig fett mutig zu sein und deine Bedürfnisse noch viel besser kennenzulernen, ganz wach zu sein und die Führung zu übernehmen, indem du jetzt schon beginnst, diese Grenzen zu setzen. Du musst nicht warten, bis du eine Krise hast, bis du eingefordert wirst, dass du diese Grenzen setzt. Du kannst heute schon damit starten. Und das ist eine ganz richtig gute Nachricht. Ich wünsche dir ein Leben, in dem du deine Grenzen immer wieder neu überprüfst und immer wieder neu dafür einstehst. Schön, dass es dich gibt.